Sämtliche Produkte in diesem Video, die ich benutze, sind von der Firma Hänzlers zu finden auf hänzler.shop. Und jetzt viel Spaß. Hänzlers Stellennummer, herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. An dieser Stelle Hinweis, bitte diesen Channel abonnieren. Willkommen zu einer neuen Kategorie. Ich habe mir was ausgedacht. Und zwar ist uns aufgefallen, Leute sprechen mich immer öfter an, boah, immer weniger Zeit, immer weniger Zeit. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar Videos in Folge, wo die Kochzeit maximal 5 Minuten beträgt. Simple Gerichte, vielleicht auch Gerichte, die es hier und da schon mal auf dem Channel gab, aber einfach, um euch so einen kleinen Wink zu geben, was man schnell und lecker machen kann. Heute gibt es Rührei auf Brot. Simpler geht's kaum. Was wir brauchen ist, ich sage euch vorher, was wir brauchen. Wir brauchen Butter, ist ja klar. Speck. Schönes Brot, ich habe ein Toastbrot, bisschen Sahne, Eier und sozusagen Frühlingslauch oder Schnittlauch, das, was ihr da habt. Zwei Pfannen sind aufgestellt, gehen in die Kochzeit. Ich sag mal so, ich habe hier eine Uhr stehen. 3, 2, 1 und ab geht er. So, was wir jetzt machen, in der Einpfanne, Butter rein, Herd hochziehen. So, da schmeißen wir Brot und Speck rein. Den Speck hier schön außen hinlegen, so. Et voilà, das reicht auch schon. Dann kommt in die Mitte das Brot. So, dann haben wir hier die andere Pfanne. Da haben wir auch Butter rein. So, das wird jetzt hier fürs Rührei. Pfanne ziehen wir hoch. Dann machen wir die Eier einfach in eine Schale rein. So, ich sag mal so, 2 Stück sollten mir heute mal reichen. Dazu kleinen Schuss Sahne, ganz kleinen Schuss. Das wird das Ganze ein bisschen cremiger. Wir würzen mit Salz und Pfeffer. So. Et voilà. Dann nehmen wir uns eine Gabel. Wo haben wir sie? Schlagen das Ganze einmal so ein bisschen an. Das passt schon. Ziehen die Hitze ein bisschen hoch. Jetzt gehen wir kurz mal hier hin. Das Brot saugt jetzt die nussige Butter auf. Genau das ist das, was wir wollen. Das ist übrigens, wenn ich gefragt werde, was ich zu Hause mache, wenn ich wenig Zeit habe, ist das mein absolutes Lieblingsgericht. Ich mache mir einfach ein bisschen Speck, Brot, und ein Rührei. Jetzt hier, pass auf, hier, guck. Butter flüssig werden lassen. In diese Butter. Guck mal hier, nehmen wir ein bisschen was raus, packen das rüber zum Brot. Kommt jetzt hier unser Rührei rein. Das muss sozusagen auf der Butter aufschwimmen. Dann ziehen wir die Hitze ein bisschen hoch. Einmal kurz wieder anmachen. So. Dann holen wir uns eine kleine, kleine Gummischnulli hier. So, schau mal her. Sehr schön. Ziehen das ein bisschen. Gucken wieder rüber zu unserem Brot. Jawohl, den Speck können wir schon mal hier drauf packen. Der ist mir nämlich genug geröstet. Ziehen jetzt die Hitze noch ein bisschen hoch, dass das Brot ein bisschen mehr Farbe bekommt. So, gehen zurück zum Rührei. Jawohl, ziehen das so ein bisschen hier rüber. Nicht zu heiß. Jetzt könnt ihr ein bisschen selber entscheiden, wie ihr es haben wollt. Ob ihr wirklich sagt, boah, ich will das Ganze ein bisschen trockener haben. So, oha, Fadi hat Gas gegeben. Achtung, jawohl. So nehme ich. So, zurück zum Ei. So, ich habe es nämlich ganz gern ein bisschen saftiger. Kommt auf Tagesform an, ne? Weil ich jetzt schon sagen, ziehe es nämlich schon ein bisschen zur Seite. Lass es noch ein bisschen ziehen. Hol mir einen Teller. Dann schnappe ich mir jetzt hier das Brot von beiden Seiten. Guck mal, nussig, wunderbar braun. Nicht groß abtropfen lassen. Kommt das hier rauf. Dann schnappe ich mir jetzt hier mein wunderbares Rührei. So. Schieb mir das auf das Brot drauf. Vielleicht sollte man auch mal einen flachen Teller nehmen dafür. Das haben wir dahingestellt. Jetzt oben drauf der geröstete Speck. Dann schneide ich mir noch ein bisschen Frühlingslauch runter. Oder wenn ihr Schnittlauch habt, nehmt ihr Schnittlauch. Et voilà. Hau auf die Uhr. 3 Minuten 4 Sekunden. Guck mal, sogar unter 5 Minuten. Ganz wichtig, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf solche Rezepte. Und ich sage jetzt erstmal, wir machen ein schönes Foto und dann wird probiert. Sag mal so, ne? Wieder. Wenn ich zu Hause wenig Zeit habe, mache ich das entweder mit Rührei oder mit Spiegelei. Und geht halt schnell, simpel, einfach. Deswegen, schreibt mal bitte in die Kommentare, jetzt kommen so ein paar Videos, die wir in dem Stile machen, wie ihr das findet. Ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr sagt, nee, mach mal ein bisschen länger und so. Würde mich mal interessieren. In diesem Sinne, happy day. Hier kommt die Einkaufsliste zum Rührei mit knusprigem, lauflauschigem Brot.
Und die Einkaufsliste für Rührei auf Knusprigenbrot für zwei Personen brauchte 4 Eier, 2 Scheiben Toast, 2 Scheiben Speck, 2 Esslöffel Butter und eine Stange Frühlingslauch. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.